Heute wird euch Fabian verraten, wie seine Abiturprüfungen 2019 verliefen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und jemand, der diesen Prozess schon abgeschlossen hat, das ist Fabian. Fabian, du kommst aus Rheinland-Pfalz, stimmt's? Richtig, richtig. Und genau, er hat jetzt in 2019 seine Abiturprüfungen schon komplett alle abgeschlossen. Deswegen ist er extra für uns hierher gekommen, ja, extra nach Düsseldorf. Deswegen schon mal fette Props für ihn bitte in die Kommentare. Extra eingeflogen. Ja, per Privatchat. genau, und wir werden heute einfach mal drüber sprechen, gerade für diejenigen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und so weiter, die eben noch ihre Abi-Prüfungen bevorstehen haben, damit ihr wirklich einfach mal so einen Einblick bekommt, wie lief das vor allem auch eben frisch und aktuell in 2019. Deswegen, Fabian, dann stelle ich gerne einfach erstmal kurz vor, wer du bist, damit die Leute überhaupt wissen, wer da vor ihnen sitzt. Jo, ich bin der Fabi, ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Jo, bin 19 Jahre alt, Abitur jetzt auch fertig. Mein Abischnitt war 1,6. Nach dem Abi geht es weiter für mich. Erstmal ein bisschen reisen, viel Sport machen, Tennis und dann Wirtschaftsmathe studieren. Jo. Geil. Klingt doch nach einem mega Plan. Genau, ihr merkt schon, 1,6 Abi, denke ich, ist eine Sache, mit der sehr, sehr viele von euch sehr, sehr happy werden. Deswegen werden wir einfach mal darüber sprechen, wie bei ihm so die Abi-Prüfungen gehen. Geht es gar nicht auch so um irgendwie konkrete Tipps, sondern vor allem einfach eben Erfahrungen, dass ihr halt wirklich auch jetzt schon, bevor eure eigenen Abi-Prüfungen losgehen, ihr wirklich auch schon wisst, okay, wie lief es denn überhaupt in 2019? Deswegen fang gerne mal an. Was war für dich, wie verlief grundsätzlich so deine Oberstufenzeit und hast du irgendwas in Bezug auf die Abiturvorbereitung für dich selbst dann auch geändert? Also es sind natürlich schon zwei unterschiedliche Phasen, ne? Also Oberstufe war schon eher so entspannt, 11, 12. Ganz ehrlich, in der 11, als ob ich da an Abi gedacht habe. So. Also man wusste schon, okay, am Ende, da machst du was, das nennt sich Abitur. Aber man hat nicht so konkret darauf hingearbeitet. Und das war halt in der 13, war das halt was ganz anderes. Ne? Weil du da dann, weil man da dann einfach weiß, okay, steht jetzt die Abi-Prüfung an, jeder macht sich so Gedanken, dann kommen die Termine langsam. Man weiß, es wird ernst, das heißt, man hängt sich dann auch mehr rein. Das war jetzt nicht so, als hätte ich in der 11, 12 irgendwie locker laufen lassen und gar nichts gemacht, aber du merkst auch, der Stoff wird ein bisschen anspruchsvoller, Klausuren werden umfangreicher, weil sie auch länger gehen. Und so kommst du dann halt quasi so, ich sag mal, schleichend klingt jetzt schlecht, aber du wirst einfach so langsam da herangeführt, dass du dass du bei den Abiturprüfungen eigentlich gut vorbereitet bist. So. Und klar, bei den Abiturprüfungen davor, die, weiß nicht, 3, 4 Wochen davor, da war dann schon der Hustle am Start, sag ich mal. Also halt jeden Tag lernen. Klar, ich hatte 3 Abiturklausuren. Ne? Ich hatte 3 LKs in Rheinland-Pfalz. Das ist ja immer von Bundesland zu Bundesland anders. Und ja, da dann immer für Klausur zu Klausur vorbereitet. Erstmal so was, alle 3 allgemein. Mal kurz alle kurz ab. Wie war deine Verteilung von den Abiturprüfen? Also 3 schriftliche und 2 mündliche? Nee, eine mündliche nur. Eine mündliche. Ah, krass. Und 2 schriftliche nur? Nee, 3 schriftliche. Okay, 3 schriftliche, 1 mündliche. Genau. Wie weit lagen die von den Terminen auseinander? Das war so, ich hatte schriftlich Mathe und Physik in einer Woche, mittwochs und freitags, glaube ich, irgendwie 2 Tage dazwischen oder irgendwie so. Und dann hatte ich, darauf die Woche, Mittwoch, hatte ich Latein. Und mündlich war dann 2 Monate später. Also das war wirklich so, das war dann kein Stress in dem Sinne, weil man sich halt wirklich für eine Prüfung super vorbereiten konnte. Und es war dann schon für Mathe und gerade Mathe und Physik, das waren so die beiden, wo ich am meisten für getan habe. Latein, ganz ehrlich, übersetzt ein bisschen, fertig. So, da musst du halt dann schon gucken, dass du, wenn du mittwochs Mathe schreibst, dass du eigentlich auch mit Physik dann schon fertig bist. Weil ansonsten, Wie bist du das grundsätzlich strategisch? Also was war deine Strategie? Wenn vor allem halt auch 2, weil das fragen voll viele, voll oft, wenn du so 2 so lernintensive Fächer so nah aneinander hast, wie hast du das von der Lehrstrategie angefangen? Dann fange ich früh genug an, also ich hatte mal in den Herbst schon angefangen, das war kompletter Bullshit, das war viel zu früh. Hat nicht geschadet, aber es hat halt auch nicht viel gebracht, weißt du? Ja. Und wie war denn das? Ich hatte dann irgendwann vor den Weihnachtsferien, weil ich halt direkt nach den Weihnachtsferien geschrieben habe, habe ich angefangen zu lernen. Mathe und Physik halt so quasi parallel immer. Ein Tag Mathe, ein Tag Physik, manchmal auch ein Vormittag Mathe, ein Nachmittag Physik. Und dann habe ich wirklich geschaut, dass ich in dieser Prüfungswoche, dass ich montags eigentlich mit allem durch war. Dann habe ich die letzten beiden Tage vor der Mathe-Klausur nur Mathe gemacht, nur wiederholt Übungsaufgaben, damit du einfach ein gutes Gefühl hast. So. Und das Gleiche dann quasi mit Physik gemacht. Also nachdem ich Mathe geschrieben habe, ich dachte so, okay, Mittwoch machst du noch was. Ganz komplett vergessen. Schon anstrengend, wirklich, ne? Nachher habe ich dann noch 2 Stunden Tennistraining gegeben. Das war komplett. Das ging gar nicht. So, dann habe ich halt nur noch Donnerstag was gemacht. Aber wenn du halt wirklich eigentlich komplett durch bist, du hast auch viel gemacht, viel gerechnet, alles geübt und du kannst alles, dann reicht dir auch ein Tag, um das nochmal ein bisschen
durchzugehen und dann hast du es. Und das ist halt ganz wichtig, weil wenn du sagst, okay, das verstehe ich jetzt noch nicht ganz und dann hast du irgendwie einen Tag vor der Klausur, das ist nicht gut. Es ist halt einfach leider so. Da muss man halt planen, sich einen Lernplan machen. Ich habe mir auch genau aufgeschrieben, an dem Tag machst du das, an dem Tag das. Pausen aufgeschrieben, immer 5 Tage, also wie so eine Arbeitswoche, 5 Tage gelernt, 2 Tage Pause, also wirklich nichts gemacht dann. Oh, geil, krass. Ja, das fand ich einfach wichtig, weil ich habe auch gemerkt, wenn ich da mal 6 Tage, habe ich in der mündlichen gemerkt, wenn ich 6 Tage lang dann wirklich am Stück nur am Ackern bin, da bist du voll abgefuckt, schlecht drauf und das bringt ja nichts. Das heißt, ich meine, Lernen soll Spaß machen, ist auch so. Es ist halt Lernen, aber man sollte schon so eine gewisse Motivation aufbringen können. Und wenn du die nicht mehr hast, weil du zu viel machst, dann ist das absolut kontraproduktiv. Ne? Deswegen. Ja. Mega gut. Das heißt, nimm uns mal mit so durch deine erste Abi-Prüfung. Was war so die Gedanken, die du vor der Abi-Prüfung hattest in Bezug darauf, wie es wird? Also Mathe war sowieso schon immer mein Fach eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, Mathe, da bist du gut, das schaffst du, da können auch schwere Aufgaben kommen, das wirst du hinkriegen so. Und weil ich schon immer gut in Mathe war, das studiere ich ja auch später. Und ja, dann bin ich eigentlich mit der Einstellung reingegangen, okay, schaust du die Aufgaben an, also machst einen ruhigen Überblick. Vor allem, wenn du dann da sitzt, so in diesem so einem großen Raum mit ganz vielen Leuten, chillst du erstmal, sprichst auch gar nicht mit den anderen. Ich habe vorher im Auto, ich bin mit dem Auto hingefahren, ein bisschen meine Pre-Abi-Playlist habe ich angehört, damit ich in so einen guten Vibe komme halt. Ne? So, ja, so Kollege, wie ein Alpha, du bist Boss, so halt voll die Filme so. Ja. Aber war halt echt gut so, weil du halt richtig gut, bist halt richtig hyped so, also jetzt nicht mega hibbelig, aber du hast schon Bock, so die Klausur dann zu zerreißen, sag ich mal. Also, dass du halt wirklich abgehst da. Das war auch optimal. Und wenn du dann da in dem Raum bist, alle so sind da am Durchlaufen und machen sich voll den Stress und ich wirklich hingegangen, voll entspannt so. Das war das Allerwichtigste. Wenn du da einmal dann mit Stress reingehst, dann, ja, das kennen vielleicht einige aus Klausuren schon in der Oberstufe. Wenn man da dann irgendwie mit Stress reinkommt, man macht die erste Aufgabe nicht richtig und dann verhedderst du dich und dann, kennen wir wahrscheinlich alle oder zu 90% alle. Und das ist halt kacke. Deswegen wirklich gucken, dass du entspannt da reinkommst. Das kannst du ja machen, indem du meditierst. Das habe ich auch dann in der Abi-Phase so angefangen, das jeden Tag zu machen, jeden Morgen. Hilft mir persönlich, hilft das. Muss man halt einfach gucken, wie man da so runterkommt, dass man dann auch in der Situation dann wirklich, sag ich mal, on point ist. So. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja. Sehr geil. Das heißt, wie verlief für dich dann die erste Abi-Prüfung? So, bist reingegangen und dann was kam dann? Ja, hatte ich das Monster aufgegessen? Es war wirklich, es hätte eine bessere Klausur geben können, eine deutlich bessere. In Mathe, also bei uns war das so in Rheinland-Pfalz, dass man da so einen Teil zentral hatte, das war Analysis. Da kamen auch Sachen vor, die habe ich das letzte Mal in der 8. oder 9. gemacht. Die sind halt nicht schwer, aber wenn du die halt seit 5 Jahren nicht mehr gemacht hast, dann ist halt blöd. Aber ich habe mir auch gesagt, okay Fabi, weil ich das auch aus Physik kannte, aus Physikklausuren, also aus normalen Physikklausuren, wenn du eine Aufgabe nicht hinkriegst, heißt das noch lange nicht, dass du keine 1 hast, so. Oder eine Teilaufgabe. Sehr, sehr, ne? Und ich hatte dann auch, das war so eine Teilaufgabe von einer Teilaufgabe. Ich guck's, ich rechne es durch, ich merke so, ja shit, okay, kriegst du halt nicht hin. Hab da irgendwas versucht, also wirklich versucht, dass ich einfach vielleicht nur einen Teilpunkt kriege. Fertig, abgehakt, nächste Aufgabe. Dann war noch so eine Aufgabe, die hat mich ein bisschen mehr Nerven gekostet, weil ich da, das war so eine 4-Felder-Tafel, das ist eigentlich super easy. Wirklich, habe ich immer, jedes Mal hinbekommen. Und dann in der Abi-Klausur einfach nicht hinbekommen. So kam ich immer raus bei insgesamt, man musste ja auf 100% kommen. Ich kam raus bei gefühlt 375% oder so. War mir auch klar, ist falsch. Aber ich wusste, ey, du kannst jetzt noch 2 Stunden hier dran rumackern, du wirst es nicht hinkriegen. Also weiter und dann die nächste Aufgabe. Ich hatte gibt es ja 3 Teilgebiete, jeweils dann bei einer Teilaufgabe immer so nicht so ein gutes Gefühl. Ja, letzten Endes waren es dann 13 Punkte. Ja, voll in Ordnung, ne? Also ich hätte mir 14 gewünscht, aber 13 kann man auch gut leben. Ne? Also das war dann kein Drama. Und es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich mir bei den Aufgaben gesagt hätte, boah, scheiße, Fabi, 15 Punkte wird nichts. Ey, was machst du jetzt? Und dann hast du dann nachher da 10 Punkte oder 9, je nachdem. Oder noch schlechter, weil du da irgendwie komplett einen Blackout kriegst. Oder heißt das Blackout? Ja, Blackout. Okay, ich hatte es nie, deswegen. Geil. Ja. Alright, das heißt, was würdest du sagen, ist so die Hauptsache, vielleicht auch, wenn wir jetzt quasi jetzt alle... Oder war noch irgendwas Spezielles bei den anderen schriftlichen Prüfungen? Physik war ähnlich. Da war auch eine Aufgabe, wo ich mir dachte, was ist das eigentlich? Was habe ich nicht verstanden? Hatte ich dann anscheinend am Ende trotzdem richtig. Aber ich war auch unsicher halt. Aber dann habe ich gedacht, okay, probierst du einfach, schreibst was hin. Es war so ähnlich wie in Mathe.
Ja, und Latein ist irgendwie Latein. Also du musst halt übersetzen. Da hast du ein Gespür dafür, ob es richtig ist oder nicht. Weil wenn es gar keinen Sinn ergibt, dann wird es wohl falsch sein. Aber eigentlich alle ähnlich so, ne? Und das Wichtigste eben, dass du da wirklich ruhig und entspannt reingehst und dann guckst du mal. Ja. Das heißt, was würdest du sagen jetzt, wenn du jetzt nochmal Abi schreiben wirst, ja, jetzt kannst du dich ja freuen, dass du es nie wieder tun musst. Ja. Aber angenommen, es wäre nochmal so, was ist so in Bezug auf die drei schriftlichen, die du hattest, so die Sachen, wo du sagst, die habe ich gut gemacht und die würde ich wieder so machen? Mhm. Und was sind die Sachen, wo du sagst, die waren nicht optimal, die würde ich anders machen? Also was gut war, war meine Einstellung, mit der ich reingegangen bin in die Abi-Klausur, die war echt top eigentlich, dass ich mir nicht so einen Stress gemacht habe, dass ich dann auch bewusst, ich meine, ich bin nicht aus den WhatsApp-Gruppen, aber es gibt ja, eigentlich hattest du wahrscheinlich auch, oder? Mhm. WhatsApp-Gruppen, und es war schon bei normalen Klassenarbeiten oder Klausuren so, dass halt alle da voll rein spammen einen Tag vor der Klausur. Ey, ganz ehrlich, am besten entweder stumm schalten, Handy ausmachen oder halt aus der Gruppe rausgehen so. Auch dann ist ja nicht persönlich gemeint, aber weil du dann schickt da jemand eine Aufgabe rein, ey, ich krieg die nicht hin. Dann versuchst du dich da dran, kriegst die auch nicht hin, denkst dir so, oh mein Gott. So, das war halt gut so. Ich habe mich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Wenn da wirklich mal ein richtig guter Bro gefragt hat, ey Fabi, kannst du mir mal gerade erklären? Okay. Aber nicht, wenn dann da 20 Leute in irgendeiner Gruppe was reinschreiben. Das war gut. Dann meine Vorbereitung so die letzten ja, 3-4 Tage mal so vor der Klausur, dieses Wiederholen, dass du dir halt auch keinen Stress machst, dass du eine Sicherheit hast. Dann, ich habe mir vorher auch deine Videos angeschaut mit dem allerletzten Tag da nochmal drüber gucken, vom Schlafen gehen und so. War auch gut. Verlinken wir gleich hier rechts oben in der Ecke. Ja, Mann. das war eigentlich alles gut. Was vielleicht nicht so gut war, was ich ja schon anklingen lassen habe, dieses... ja, so übertrieben früh anfangen. Also ich habe wirklich in den Herbstferien dann wirklich nicht jeden Tag, aber schon so jeden zweiten Tag echt so 3 Stunden gelernt oder so. Hat mit Sicherheit nicht geschadet, ist klar. Hätte ich aber auch einfach lassen sein können. Also ich hatte das Gefühl, als ich mich dann nochmal vorbereitet habe in den Weihnachtsferien oder kurz davor, habe ich vielleicht ein bisschen dann schneller das gemacht, aber es hat nicht so viel gebracht. Also macht euch da nicht den Stress, dass ihr gefühlt... weiß ich nicht, bei mir, wie viel waren es? 4 Monate oder 3,5 Monate vorher anfangt, weil das führt zu nichts. Das bringt eigentlich nicht viel, ne? Ja. Das heißt, was würdest du sagen, wie viel Zeit hättest du gebraucht, wenn du es einfach effektiv genutzt hättest? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt danach dann, also ob das jetzt sehr effektiv war, ne? Aber warte mal, ich muss auch gerade überlegen, wann ich geschrieben habe. Irgendwann Anfang Januar? Also 4 Wochen sollten eigentlich schon locker reichen, würde ich sagen. Also safe, so. Kommt auch immer darauf an, was man für einen Lehrer hat, wie anspruchsvoll der ist. So mein Physiklehrer, absolutes Tier, so. Also korrekt, super Lehrer, halt mega anspruchsvoll. Alles, wirklich alles, ich habe versucht, alles zu verstehen, kombiniert mit eigentlich alles auswendig wissen, so. Da mich auch wirklich auf der safen Bahn, so, war auch dann so, aber das war halt extrem zeitintensiv. Aber ich denke trotzdem, 4 Wochen müssten eigentlich locker reichen. Also das mit 4 Wochen, denke ich mal, kommt man gut hin. Ja. Außer natürlich, das muss man dazu sagen, wenn man jetzt in der Oberstufe gar nichts macht, also nur rumpimmelt, sag ich mal, und dann vorm Abitur dann anfängt, Sachen zu lernen oder dann wirklich zu verstehen. Weil bei mir war das immer so, dass ich mich für jede Stunde halt vorbereitet habe, einzeln. Ne? Und das klingt halt immer so übel spießig oder strebhaft, aber es ist halt einfach so wichtig, weil du dadurch auch später einfach Zeit sparst. Bei allen Klausuren, die du schreibst, also jetzt in der 11., der 12. und der 13. sparst du dadurch eben Zeit, weil du nicht mehr dir alles nochmal beibringen musst. Und auch fürs Abi. Ansonsten könnten das vielleicht ein bisschen knapp werden. Ich habe ja selber die Erfahrung nicht gemacht, aber also ich denke mal, 4 Wochen müssen ansonsten eigentlich reichen. Das ist sehr geil. Vor allem auch für diejenigen, die eben dieses Jahr Abi schreiben, so die jetzt, vor allem ich weiß ja, am 30.04. geht es ja für ganz, ganz viele von euch los. So, das heißt, ich weiß nicht genau, wann das Video rauskommt, aber selbst wenn ihr jetzt nur noch 3 Wochen, nur noch 2 Wochen, von mir aus nur noch eine Woche Zeit habt, ihr könnt noch so viel rausholen. Ne? Ja. Ich glaube, das sehen halt die Leute nicht. Alle sagen, oh, 3 Monate vorher, dann denkst du, du hast nur noch 2,5 Wochen und das kannst nichts mehr machen. Und alle schieben auch so voll den Stress, so gefühlt 5 oder ein halbes Jahr vorher, fragen alle jetzt ernsthaft, wann der exakte Termin für die Mathe-Klausur ist. Ich denke mir so, ich weiß, dass es Anfang Januar, mehr juckt mich gar nicht, ob das jetzt an einem Montag, einem Dienstag, Mittwoch morgens, früh, mit nachts, ey, scheißegal. Du kannst dich ja dann immer noch darauf vorbereiten. Das musst du ja nicht ein halbes Jahr vorher wissen, ne? Ja. Ja, weil da alle so voll Stress geschoben haben. Das merkst du halt schon. Ja. Und da will ich auch nochmal eine Sache hervorheben, die, ich weiß nicht, hast du das Interview mit Magdalena gesehen? Die das 0,7 Abitur hatte? Ich glaube ja. Das ist also für jeden, der auch bei uns auf dem YouTube-Kanal quasi ganz auf die Startbildschirme geht, da kommt ihr auf das Video mit Magdalena. Sie hat ja 0,7 Abitur geschrieben, was komplett crazy ist, auch in Bayern und so weiter. Aber was ich zum Beispiel bei ihr halt auch so stark gemerkt habe, sie war einfach gelassen.
Und das merke ich bei dir auch gerade wieder voll krass. Das habe ich auch bei mir gemerkt, dass das voll den Unterschied macht. Ja. Bei mir ist es voll wichtig, es gerade hervorzuheben, weil ich ganz genau weiß, dass die Leute jetzt für 2019 das Video noch sehen. Die schieben sich Panik, weil sie denken, sie sind nicht gut genug vorbereitet. Mhm. Aber Leute, ganz, ganz wichtig, bei den allermeisten von euch, gerade die jetzt Angst haben, dass es nicht reicht, bei euch mangelt es nicht an der Vorbereitung, bei euch mangelt es hier oben. Ja, deswegen, für manche, und ich weiß auch, für manche von euch ist es nicht so einfach, so entspannt jetzt wie Fabian da zu sitzen. Und deswegen, wenn ihr das macht, kommt gerne bei uns ins Traumabitur-Coaching, einfach unten der Link in der YouTube-Beschreibung. Aber es ist so wichtig, dass ihr versteht, dass es nicht an der Vorbereitung mangelt. Ja, ihr müsst entweder schaffen, entweder selbst durch das Coaching oder was auch immer, einfach ein bisschen zu entspannen. Ich glaube, das macht einen riesengroßen Unterschied, oder? Das ist krass, das ist echt krass. Kann ich genau, also 100% nicht zustimmen. Das hat man auch gemerkt bei vielen anderen, während der Abi, du hast ja so eine Einlesezeit, ja. Das war bei mir zumindest so, die dann so die Fragen gestellt haben und du hast halt gemerkt, die gehen den Text nicht richtig durch oder die überfliegen nur so ganz schnell und wollen direkt bam, bam anfangen so, aber halt nicht, weil sie sagen, okay, let's go, ich klatsche die jetzt hier alle weg so, sondern weil die einfach übel aufgeregt waren und total nervös, total hibbelig und so. Und wenn man das halt vermeidet, hat man schon mal echt viel gewonnen, weil Vorbereitungen kriegt eigentlich jeder gut hin. Ja. Außer man ist jetzt echt ein fauler Sack, hat keinen Bock. Das trifft halt davon auf niemanden was dazu. Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr die Videos hier schaut, dann in der Regel sollte es an Vorbereitung eigentlich nicht mangeln, weil man sich ja auch mit den Themen beschäftigt. Ne? Ja. Deswegen, ja. Mega. Gut, dann würde ich sagen, lass uns auf jeden Fall noch zu deiner mündlichen kommen. Ich weiß nicht, gibt es da in Rheinland-Pfalz irgendwelche speziellen Sachen oder wie läuft das bei euch? Ich weiß nicht, ob das speziell ist, weil ich ja nur in Rheinland-Pfalz zur Schule gehe. Deswegen, also ich hatte eine mündliche Prüfung. Bei uns ist das dann, das müsste eigentlich bei allen so sein, dass dann halt an zwei Tagen quasi für die anderen Schule ausfällt und dann man halt die mündlichen Prüfungen hat so. Man muss so eine Art Vortrag halten, ist vorher in einem Vorbereitungsraum, ich glaube 20 Minuten oder so Vorbereitungszeit oder 30, muss da seine Aufgaben abarbeiten, kann sich so ein paar Notizen machen und muss das dann vortragen. Ja, war eigentlich von der Vorbereitung her weniger intensiv als fürs Abitur. Also bei mir war der Unterschied das noch, dass ich mir vieles selber erarbeiten musste, weil wir es im Unterricht nicht gemacht haben. Hat der Lehrer mir aber auch gesagt, der hat es nicht irgendwie so hintenrum so, ja, das musst du noch, so, was soll das? Sondern er hat mir schon gesagt, ey, wenn du das, hier, das war Sozialkunde, wenn du das, oder Politik, wenn du das mündlich nimmst, musst du dir viel selbst erarbeiten. Habe ich gesagt, geil, so. Weil das, ich denke, das ist auch eine gute Vorbereitung so aufs Studium und so. Habe ich halt gemacht, war arbeitsintensiver mit Sicherheit als andere mündliche Prüfungen. Habe ich mir aber so ausgesucht. Ne? Mhm. Also muss man halt mit klarkommen. Und es war auch jeden Tag so 3-4 Stunden lernen, aber wie viel habe ich da angefangen vorher? Ich glaube auch so anderthalb, 2 Wochen. Ich habe vorher schon mal so ein bisschen, weil du ja in Politik, Sozialkunde so ein bisschen auf dem neuesten Stand sein solltest, ein bisschen Nachrichten geschaut und Tagesschau-Apps und ein paar Politmagazine mal durchgeblättert. Aber so intensive Vorbereitungen, ich glaube 1,5 Wochen vorher. Das war eigentlich relativ entspannt. Ich habe da eben wieder gemerkt, weil ich dachte, okay, du ziehst jetzt richtig durch, 6-7 Tage, dass das zu viel ist. So. Dann habe ich Pause gemacht und dann war auch alles gut. Dann war ich auch besser drauf halt. Ne? Ja. Und dann lief es eigentlich ganz gut. Also ich hatte gerade schon mit Leo darüber geredet. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl in der mündlichen Prüfung. Ich dachte so, okay, ist ja absolut abrasiert. Wirklich so jeder Frage eine Antwort gehabt, bis auf am Ende so 2 Zusatzfragen, so für die 15 Punkte, dachte ich so, weißt du. Und dann dachte ich so, okay, 12, 13, easy, ganz entspannt, 1,5 hast du sicher. Dann hatte ich halt am Ende 9 Punkte, waren so ein paar Sachen, die nicht so gut waren. Kann auch mal passieren, aber war dann auch kein Drama. Ich konnte mir zumindest keinen Vorwurf machen, das ist ja auch mal das Wichtige, dass ich irgendwie schlecht vorbereitet war, dass ich übel aufgeregt war oder so, weil das war auch so ähnlich wie bei den Abiturklausuren. Ne? Das ist, was man natürlich mündlich sagen muss, schriftliche Abiturklausur, da sagt man ja auch immer wieder, ist letzten Endes wie eine normale Klausur. Ja, das kennst du, ist halt länger, hast vielleicht ein bisschen mehr andere Aufgaben oder so. Aber du kennst es halt, sitzt an deinem Tisch, ne, breitest dich da aus und schreibst dann deine Klausur da. Und mündliche Abiturprüfung ist halt schon was anderes. Was ich auf jeden Fall raten würde, wäre, dass man, wenn der Lehrer das anbietet, es kommt ja auf den Lehrer an, dass man so eine Probeprüfung macht, so, wenn man da einfach weiß, so, was so abläuft. Das habe ich persönlich nicht gemacht. Ich glaube, mein Lehrer, ich weiß nicht, ob er das gewollt hätte, weiß ich nicht, aber das würde ich auf jeden Fall mal machen, damit man einfach diese Sicherheit eben hat, dass man auch mit dieser entspannten Einstellung da reingehen kann. Ansonsten läuft das eigentlich auch. Ja. Mega. Wie warst du für dich persönlich vor der mündlichen noch mal einen Ticken mehr aufgeregt als vor den schriftlichen? Wie war das? Ich war am Morgen, war ich aufgeregter als vor den schriftlichen. Dann waren wir in so einem, weiß nicht, so einem Raum, wo wir noch warten mussten, bis die anderen fertig sind. Da war ich übel entspannt, hab mit den anderen ein bisschen gelabert, so über dies und das so.
So, oder manche dann auch so, ja, saß da mit ihren Lernzetteln, ich saß da halt, ich dachte so, scheißegal, jetzt so. Ein bisschen am Handy. Ja, ist zu spät. Ein bisschen mit denen gelabert, so eine Viertelstunde oder so. Dann in den Vorbereitungsraum und ab da war ich auch wirklich null aufgeregt. Ne? Mhm, auch dann wurde ich da zu meinem Raum da gebracht von so einem Kurier. Voll krass. Halt so ein Lehrer, der dich halt da hinbringt. Ne? Mhm. Habe ich mit der auch ein bisschen gelabert. Ich hatte das Gefühl, die war irgendwie nervöser als ich dann. Also in dem Moment so, weil die halt voll verklemmt war. So. Ja. Ich habe einfach ein bisschen mit der geredet. So. Das war dann halt besser. Aber ich habe davor... So den Morgen so war ich ein bisschen aufgeregter, würde ich sagen, als bei den Schriftlichen, weil es eben ungewohnt ist. Aber ich denke mal, dass man diese Aufregung zum Beispiel nehmen kann, wenn man eben so eine Probeprüfung macht oder wenn man allgemein natürlich auch, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Speaker bist so und halt jeden Tag einen Vortrag hältst, dann bist du da mit Sicherheit auch nicht so aufgeregt. Ja. Das kann man eigentlich auch ganz gut üben. Ja, sehr gut, das ist auf jeden Fall auch. Kann man halt, denke ich, auch allein von den Eltern und so weiter, ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit. Kannst du auch machen, klar. Was gab es für dich, was du den Leuten vielleicht auch weiter empfehlen kannst, so in Bezug auf die mündliche Prüfung? Irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh, das war nicht so gut oder hätte ich so nicht erwartet? Ja, ganz, mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Also ähnlich wie bei den Schriftlichen. Also unterscheidet sich jetzt nicht großartig von den Tipps fürs Schriftliche halt. Ne? Deswegen würde ich sagen, ist eigentlich ähnlich. Fällt da jetzt nicht spontan so ein, wo ich sage, das hätte ich jetzt auf jeden Fall anders gemacht oder das hätte ich, also eigentlich war alles gut so. War es ungewohnt, auch so die Fragen von den Lehrern so direkt zu bekommen und zu wissen, man hört quasi die Aufgabenstellung eigentlich nur einmal und muss eigentlich auch gleich direkt antworten? Nee, bei uns war das so, ich hatte mein Aufgabenblatt mit den Aufgaben und dann habe ich halt selber gesagt, so, Aufgabe 1, Fragestellung so und so, habe die vorgelesen. Ah, okay. Das heißt, der Lehrer hat nicht gesagt, so, Aufgabe 1 dies, Aufgabe 2 das. Wobei ich das auch nicht als negativ empfunden hätte, denke ich mal. Also das ist ja auch im Unterrichtsgespräch dann manchmal so, dass der Lehrer sagt oder dann auch dich persönlich fragt, ja Fabi, was hältst du davon oder keine Ahnung was. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, nein, sprich mich nicht an. Zumal man ja bei der mündlichen der Einzige ist, der da quasi zur Auswahl steht. Das ist ja irgendwie klar. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen, denke ich. Das heißt so, die dann auch, sag ich mal, alles mündlich zu kommunizieren und dann vielleicht auch Rückfragen von den Lehrern zu bekommen, gab es da irgendwas, was für dich ungewohnt war oder war das, sollte man auf jeden Fall sich bewusst machen, bevor es losgeht? Was man sich auf jeden Fall bewusst machen sollte oder mit dem Lehrer vielleicht absprechen sollte, inwieweit er, sag ich mal, da dich einschränkt oder da dazwischen geht, wenn du irgendwas in die falsche Richtung machst oder wenn du irgendwas vergisst. Bei mir war es so, ich habe dann eine Sache zum Beispiel vergessen, der Lehrer hat nichts gesagt, das ist, glaube ich, auch so gewollt. Man muss aber dann das eben genau wissen, weil wenn man nicht unterbrochen wird, dann denkt man vielleicht so, boah geil, alles cool, wenn du aber halt nur zwei Sätze gesagt hast, so, die zwar richtig waren, aber mehr halt auch nicht, dann kann es trotzdem sein, dass du ganz viel vergisst und da musst du eben dann selber gucken oder nochmal dann so im Hinterkopf behalten, habe ich alles abgearbeitet. Heißt dann, ist das Standardprogramm, Aufgabenstellung richtig lesen, dann nochmal alles durchgehen, Notizen habe ich da auch zu jedem was aufgeschrieben, so, weil das ist auch ganz wichtig, weil ansonsten geht man nachher mit einem richtig guten Gefühl raus, so wie ich. Nachher eine 3 so. Ja, das könnte man vielleicht verhindern. Okay, sehr geil. Was würdest du sagen, ist so abschließend über alles, was für diejenigen, die jetzt sagen, wow, Wecker. Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, mein Abi ist jetzt in 2 Wochen oder ich habe jetzt all meine Abiturprüfungen noch vor mir, vielleicht nur noch die mündlichen. Was würdest du denen einfach so grundlegend allgemein empfehlen? Kann man eigentlich in 2 Worten sagen. Chillt mal. Also entspannt euch. Vorbereitung, denke ich mal, sitzt sowieso. Einfach mit einem entspannten Mindset reingehen. Du hast ja auch einige Videos zu gemacht, habe ich mir auch alle reingezogen, die dann halt eben so, ja, für mich quasi bestmöglich umgesetzt so. Wenn ihr das macht, seid ihr eigentlich top vorbereitet. Einfach entspannt in die Klausur reingehen. Dann wird das eigentlich schon. Und was ich mir auch gedacht habe vorm Abitur, es gibt so viele Pfeifen, die vor mir Abitur gemacht haben, warum soll ich es dann nicht schaffen? Also es ist halt so, ja, jeder hat in seinem Bekanntenkreis irgendeinen, wo er sich denkt, ey, wie hat der eigentlich Abi gemacht? Weißt du? Ja, wie geht das? Und dann denkst du, okay, wenn der das schafft, kann ich das auch. Ne? Und dann läuft das eigentlich. Mega. Geil, Fabi. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke. Dann würde ich sagen, wir glauben auf jeden Fall an euch. Viel, viel Erfolg für all diejenigen, für die es noch aussteht. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo und dein Fabi.
twice since I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.